gar nicht, ob ich das parallel kommentieren darf. Die Hexenwelt. Und jetzt mit der Schale davon, die Pizza. Oder was war das? Der Schlimmer. Das war der Schlimmer! Guck mal. Das ist ja. Normalerweise wäre das ja ein Applaus wert. Kriegt man das hin? Guck mal auf und so. Das hat ja gut geklappt. Gut, wenn man in der rechten Hand Bier hat, dann tut das auch weh, ne? Für die Bier. Für den Applaus. So, losgelassen. Ja, da geht was hier heute. Die Hexe brennt. Nicht zu fassen. So, dann sagen wir an der Stelle mal ein recht herzliches Dankeschön an den Greizer Fanfarenzug, der hier aufgespielt hat und die Kleinen begleitet hat von dem Western Hagenplatz bis hierher. Vielleicht stellt ihr euch hier kurz ab. Applaudiert kurz. Jetzt. Recht herzlichen Dank. Also, es geht doch, ein bisschen wenigstens. So Freunde, wenn ihr einmal da seid, jetzt Ohren auf. Das Feuer brennt. Das hatte ich für 20 Uhr angekündigt. Wir machen es jetzt nicht nochmal aus. Auch wenn das 7 Minuten Zeit sind, wir lassen es jetzt einfach brennen. Morgen ist auch noch ein schöner Tag, der 1. Mai. Greizer Bauernmarkt und der Automarkt. Der Greizer Bauernmarkt, der ist natürlich auf dem Markt. 10 Uhr mit dem Fanfarenzug die Eröffnung. Dann 11 Uhr die Jagdhornbläser. Und volles Programm, musikalische Unterhaltung mit dem DJ Leo, dem Tanzsportverein Greiz. Und 16 Uhr der Gewinner des Balkonkastenwettbewerbs. Alles das auf dem Markt. Und über 11 Autohäuser stellt sich vor in dem Greizer Schlossgarten. Und jetzt hier noch ganz spitz. Schon am Wochenende. Ja, wir haben heute Montag. Geht's weiter. Europatag. Auch im Greizer Schlossgarten, volles Programm. Ab früh morgens bis 17 Uhr. Ganz buntes Programm mit viel Politik. Und rundherum, vielen Städten. Schönes Wetter wird auf jeden Fall. Das wäre auch eine Idee. Also, am kommenden Samstag, Europatag im Greizer Schlossgarten. Und dann weiß ich ja, wie das bei euch ist. Wann ist denn eigentlich beim Schlossfest? Dieses Jahr vom 8. bis 10. Juni. Park- und Schlossfest in Greiz. Das ist da, wo dann die Männer am Sonntag definitiv nicht mehr können. Dann feiert mit uns Park- und Schlossfest vom 8. bis 10. Juni. Auch eine tolle Idee für Sie. Und dann kommt noch der Sommernachtsball am 21. Juni, ebenso im Schlossgarten. Volles Programm. Also ich denke, wir können gut durchstarten in den Sommer. Aber jetzt zurück hier zum Elster Plusbett. Wir haben viele Zaun- und Bauergäste, die ich sehe, am Elster Stein. Ist auch viel los. Wir freuen uns, dass ihr da seid. Viel Spaß. Die Musik bis 23 Uhr. Fühlt euch wohl. Volles Programm. Mein Name ist Tom. Die Greizer Freizeit- und Dienstleistungsgesellschaft sagt Hallo.